Dave und Rookster in the house. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Godda-Podcast mit Folge 31. Ich musste gerade mal wieder nachgucken, weil ich schon wieder vergessen habe. Ich sitze hier natürlich mit David. Hallo. Und ich bin natürlich Rookie, beziehungsweise Steven, wenn man meinen realen Namen haben möchte. Es ist echt ungewohnt, dass ich dich mit David anrede und du mich mit Rookie. Ja, es ist komisch, aber das hat sich jetzt irgendwie so eingebürgert. Ich glaube, wir sollten das nicht mehr ändern, zu spät. Ich hab gerade ungewohnt gesagt, aber das stimmt ja nicht, das ist merkwürdig. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach, langer Tag. So, wir haben heute eine ganz, ganz bunte Mischung an Sonic News. Also wirklich sehr, sehr viel. Deswegen haben wir uns entschieden, hey, wir machen heute eine News-Folge, diskutieren aber auch über einige News, weil einige News Diskussionspotenzial haben, weil nämlich auch ein paar unschöne Nachrichten dabei sind. Mhm. Also nach längerer Zeit mal wieder was richtig Unschönes. Aber vorher noch ein bisschen Einleitungsgeplänkel. Und zwar habe ich ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir ein Gewinnspiel geplant haben zum Sonic Movie Release. Da gibt es leider aktuell noch keine neuen Infos, denn aufgrund der aktuellen Situation ist da wahrscheinlich, dass sich das alles noch ein bisschen verzögert. Und noch ist weiter in Planung, dass es kommt. Wir können jetzt aber noch nicht exakt sagen, wann. Ich hoffe, dass es so bald wie möglich startet. Und ja, ihr werdet dann spätestens im Podcast natürlich auch davon erfahren. Und dann noch eine kleine Korrektur zu den Bonusinhalten im Sonic Movie. Und zwar diese Bonusinhalte, die gelistet waren, die wir auch abgearbeitet haben, die ganze Liste, die sind nur auf iTunes verfügbar. Das stand auch so in der PR-Mail, also das war definitiv mein Fehler. Es war nur etwas unglücklich formuliert bzw. platziert. Deswegen habe ich das halt ein bisschen falsch gelesen. Ich dachte nur eins davon wäre iTunes-exklusiv, aber tatsächlich war es alles. Ja. Entsprechend mein Fehler, tut mir sehr leid. Also solltet ihr die Bonusinhalte haben wollen, müsst ihr entweder auf den Blu-ray-Release warten oder eben auf die iTunes-Version zurückgreifen, wo der Film aber ein bisschen teurer ist. Also er kostet da 14,99 in Deutschland. Und ich bin da auch unsicher, wie das läuft, denn in der amerikanischen iTunes-Store-Version vom Film sind die Bonusinhalte auch da. Da kostet er $20. Hier in Deutschland konnte ich den entsprechenden Hinweis, dass da die Bonusinhalte drin sind, aber nicht finden. Oh, okay. Also ich bin noch unsicher, also sollte von euch jemand den Film auf iTunes gekauft haben, wäre es echt nett, wenn ihr uns da irgendwie mal eine kleine Info zukommen lassen könntet, entweder in den Kommentaren oder wir haben auch eine E-Mail-Adresse, nämlich goddapodcast@gmail.com. Da dürft ihr euch auch gerne hinmelden, wenn ihr jegliches Feedback loswerden wollt oder eben uns da mal kurz unter die Arme greifen möchtet mit dieser Info. Das wäre sehr, sehr praktisch und wie gesagt, ansonsten halt in den Kommentaren, entweder auf YouTube oder natürlich bei spindash.de, auf Twitter unter dem Hashtag GoddaPodcast oder einfach uns direkt antwittern mit dem Handle @spindash_de oder auf Instagram, wo wir auch natürlich einen Account haben, der GoddaPodcast heißt. GoddaPodcast. GoddaPodcast. Vielleicht das Racing Spin-off. Also wir sind da über jede Hilfe dankbar, weil weder David noch ich haben groß ein iOS-Gerät. Entsprechend. Leider, ja. Also wir könnten den Film natürlich trotzdem auf iTunes kaufen. Wir haben den jetzt aber beide schon auf anderen Plattformen gekauft. Wäre jetzt ja ein bisschen teuer, den dann extra noch auf iTunes nochmal zu kaufen, nur um dann eventuell enttäuscht zu werden, dass da keine Bonusinhalte dabei sind. Ja. So, damit aber so zu den Updates zu letzter Woche kurz. Wie gesagt, der Fehler tut mir sehr leid. Und ich hoffe, da hat jetzt nicht jemand extra deswegen auf irgendwelchen Plattformen das gekauft, in der Hoffnung, die Bonusinhalte zu kriegen. Gibt halt einfach eine Entschuldigung, mehr kann ich da leider gerade nicht tun. So, kommen wir aber zum News-Rückblick und da machen wir direkt mit dem Sonic-Movie weiter. Nämlich, David hat da direkt erste neue Infos. Yep, genau. Und zwar geht es um die mysteriöse Post-Credit-Szene nach dem Film, also nach den ersten Credits des Films. Und genau genommen mit Credits-Szene, aber das wird halt immer als Post-Credit-Szene behandelt. Genau, also es ist zuerst die Credits-Sequenz, eine kurze, und dann kommt die Szene und dann kommen nochmal die langen Credits am Ende dahinter. Und dazu gibt es jetzt eine gewisse neue Information, ohne jetzt wirklich zu spoilern. Und zwar hat Jeff Fowler in einem Interview mehr oder weniger ein bisschen über diese Szene geredet und eben enthüllt, dass auch wenn der Film jetzt in letzter Zeit ein paar Produktionsänderungen gehabt hat und ein paar gewisse Änderungen, die letztendlich bestätigt worden sind, diese Post-Credit-Szene, die war schon relativ von Anfang an geplant und ist auch relativ 1:1 dann wirklich im Film durchgeführt worden. Also das ist einfach ein Zeichen, das ist jetzt nicht aufgekommen, nachdem Sonics Design geändert wurde, nachdem im Film gewisse Dinge angepasst wurden, sondern diese Post-Credit-Szene, diesen
Teaser, könnte man sagen, auf einen zweiten Teil und auf eventuell dort vorkommende Charaktere. Denn hat es wirklich schon von Anfang gegeben und Jeff Fowler hat es auch wissentlich so gemacht, weil er einfach den Fans einen kleinen Ausblick auf die späteren Filme, sollte es spätere Filme geben, geben wollte. Und einfach Sonic-Fans im Grunde den Knochen hinwerfen wollte, von wegen, hey, der erste Film hat sich jetzt nur um Sonic gedreht, aber in den nächsten Filmen könnte sich das relativ schlagartig ändern. Und ich muss halt auch sagen, der Überraschungseffekt ist da auf jeden Fall gelungen. Ja. Yep, also ich bin ja, wir haben ja in einer vorherigen Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen, als ich mit Fasti bzw. mit Timo in Berlin bei dem Fanscreening war, bei der Premiere, wie da der Saal ausgerastet ist, als diese Mid-Credit-Scene lief. Das war schon bombastisch. Ja, das war auf jeden Fall ein Moment, ja. Also so im Kino dann bei mir zu Hause gab es halt keine große Reaktion. Es waren auch nicht so viele Leute drin, weil ich habe den ja doch erst dann, ich glaube, 2 Wochen knapp nach dem Release gesehen. Aber damals bei dem Fanscreening, das war unglaublich. Das kann ich mir vorstellen. Gerade in einem Fanscreening wird so eine Szene für richtig viel Aufregung sorgen. Und wie ich im Kino war, wie gesagt, das war die englische Version, war nicht ganz so viel los, habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem früheren Podcast erzählt. Aber die Szene hat im Kinosaal auf jeden Fall für Reaktionen auch gesorgt. Also es war schon ein bisschen Jubel mit dabei und ein bisschen Erstaunen, was da letztendlich gezeigt worden ist. Auf sehr positive Weise natürlich. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip noch 2 kleine News. Die eine so ein bisschen als kleiner Gag. Wir wissen natürlich, ihr seid das Thema über die aktuelle Situation leid. Aber die hat, das klingt sehr makaber und ich hoffe, das wird mir nicht falsch ausgelegt, hat vielleicht einen kleinen positiven Nebeneffekt für das Sonic-Franchise. Nämlich, sollten die Kinos bis Ende des Jahres nicht wieder geöffnet werden, ist in den USA zumindest der Sonic-Film der zweiterfolgreichste Film des Jahres. Also wir sagen nur von Bad Boys for Life. Das hätte sich vorher wahrscheinlich auch keiner erträumen lassen, dass das eine Möglichkeit wäre, gerade wenn man bedenkt, dass ich glaube 2 Marvel-Filme waren sogar für dieses Jahr noch geplant. Black Widow und ich glaube Ende des Jahres noch Eternals, wenn ich mich nicht täusche. Kann sein. Ja, also Captain Marvel war jetzt nächstes Jahr. Und ja, also es war eben geplant, dass eigentlich noch 2 Marvel-Filme kommen und gerade mit der Nachricht dann, Sonic-Film ist jetzt plötzlich der zweiterfolgreichste Film, eben weil diese Filme nicht mehr rauskommen können, weil alle Kinos geschlossen sein aktuell und wahrscheinlich noch eine gute Zeit geschlossen bleiben werden, ist so eine gewisse kleine Ironie an der ganzen Sache. Ja, so und die dritte News zum Sonic-Film, die wir noch haben, das ist eine geringfügige Änderung an dem regulären Blu-ray-Cover, das betrifft nicht das Steelbook. Da ist jetzt nämlich noch so ein kleiner roter, ich weiß nicht, ob es ein Sticker ist oder ob das quasi fest auf dem Cover vorhanden ist, aber so ein kleiner roter Sticker drauf, wo nochmal drauf steht, Julian Bam spricht Sonic, das hatten wir in Deutschland auf den Filmplakaten schon und das ist jetzt eben auch auf der Blu-ray-Version, ja, entsprechend vermerkt und natürlich auch auf der DVD-Box. Aber auf dem Steelbook, wie gesagt, sollte das eigentlich nicht auftauchen, weil, naja, das ist ein Steelbook. Das ist dann, wenn überhaupt, ein ablösbarer Sticker. Aber aktuell ist er noch nicht drauf zu sehen. So. Mir fällt gerade ein, weil wir gerade noch bei dem Mew-Video sind, ich glaube, wir haben noch was vergessen einzutragen. Nämlich wolltest du mir ja wegen einer gewissen Sprecherrolle eine auf den Deckel geben. Stimmt. Aha. Ja, siehst du, dass ich dich daran erinnere, obwohl ich derjenige bin, der jetzt aufs Maul bekommt. Ja, ich musste aber noch mal ganz, ganz kurz in die YouTube-Kommentarsektion, weil wir da nämlich ein bisschen Hilfe bekommen haben. Nicht, dass ich den Namen jetzt falsch habe. Nämlich die gute Zoe Punkt, also der Name ist Zoe mit einem Punkt dahinter, hat den Film bei Microsoft gekauft und da liefen dann die deutschen Credits auch ganz normal am Ende. Sprich, da sind alle Sprecherrollen vermerkt. Also von allen Charakteren. Und wir haben ja diesen bestimmten Charakter in der Post-Credit-Scene. Leichter Spoiler, es ist ein Charakter, der auch in den Spielen vorkommt, wer das noch nicht erahnen konnte. Und David war lange, lange Zeit der Ansicht, das wäre die bekannte Sprecherin, beziehungsweise der bekannte Sprecher von vorher. Von den Spielen. Darüber eben haben wir ja schon häufiger mal diskutiert. Aber anders als in den USA, beziehungsweise in der englischen Filmversion, ist das nicht der Fall. Ich muss mich getäuscht haben. Ja, habe ich irgendwie verhört oder irgendwie was Falsches reininterpretiert in die Stimme, aber scheinbar lag ich ziemlich falsch. Die Sache ist jetzt, dass die Sprecherrolle ist auf der zweiten Seite der deutschen Credits dann zu sehen, aber wir wissen weiterhin nicht, welcher Sprecher bzw. Sprecherin diese Rolle jetzt
übernommen hat, weil als weitere Stimmen sind einfach nur die Synchronsprecher gelistet, ohne zu erwähnen, wen die gesprochen haben. Genau. Was wir allerdings sagen können, die zwei bekannten Sprecher dieses Charakters sind nicht dabei. Mhm. Und damit wissen wir halt, okay, dieser Charakter hat einen neuen Sprecher bekommen. Wir wissen jetzt nur noch nicht ganz genau, wer es ist. Also ich habe mir ein paar Samples angehört von den verschiedenen Sprechern. Noch nicht von allen. Ich bin dann erstmal grob rübergegangen. Und meine Vermutung aktuell, und das ist ohne Gewähr, wäre, dass Philipp Stiegemann diese Rolle übernommen hat. Da bin ich aber noch absolut unsicher, weil er hat halt ein bisschen verschiedene Stimmlagen da als Samples gepostet und die eine klang so etwa nach dem Charakter so ein bisschen, nur einen Tick tiefer. Deswegen, es ist noch unklar, wer den Charakter jetzt gesprochen hat. Falls ihr das wisst, gerne, wie vorhin schon gesagt, per Mail, per Kommentar oder sonst wie uns mitteilen. Das würde uns sehr, sehr helfen. Ja, yep, und eine Erwähnung im Podcast wäre euch garantiert. Und natürlich auch eine Erwähnung im entsprechenden Newsartikel, weil wir werden diese Woche, wenn alles klappt, auch einen Newsartikel noch veröffentlichen, wo die ganzen Sprecher drin sind. Und es wäre natürlich cool, wenn wir da zumindest bei einigen zuordnen könnten, okay, der hat den Charakter gesprochen, der hat den Charakter gesprochen. Und ja, das wäre auf jeden Fall recht hilfreich, weil tatsächlich weiß man halt nur bei den Hauptrollen, wer die Sprecherrolle entsprechend übernommen hat. Genau, ja. Das ist ein bisschen schade, ja. Aber wenigstens haben wir jetzt Gewissheit, nicht die alte Sprecherrolle. Yep, ich habe mich geirrt. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank an Zoe, die uns einen Screenshot davon per Mail geschickt hat. Vielen Dank. Hat sehr, sehr geholfen. Gut, dann kommen wir jetzt, oh Gott, jetzt kommt die böse, traurige Nachricht. Eine davon. Yep. Eine zumindest, ja. Jetzt fängt die erste an. Und zwar ist Folgendes passiert. Im Grunde hat es ja im März geheißen, dass da ein neues SXSW-Panel, South by Southwest-Panel, eine große Elektronikveranstaltung in Amerika, in Texas, die jedes Jahr eben veranstaltet wird. Und dort hätte am 20. März eben das Sonic-Panel auch wieder stattfinden sollen. Ich glaube, das vierte, wenn nicht fünfte Mal in Folge. Also das ist wirklich schon eine jährliche Tradition gewesen für die Sonic-Franchise. Und das ganze Event ist dann leider natürlich abgesagt worden aufgrund der aktuellen Krise. Und ursprünglich ist dann relativ kurz nach der Absage von Sonic-Team kommuniziert worden, die Inhalte von diesem Panel, einfach die Neuenthüllungen, die dafür geplant waren, die werden in anderer Form im Laufe des Aprils veröffentlicht werden. Und jetzt allerdings leider April, wir haben schon heute den 19. und bis dato noch nichts gehört damals. Und jetzt ist es auch am 15. April eben festgestellt worden oder festgestanden, dass diese Inhalte leider im April nicht enthüllt werden. Also es muss leider weiter verschoben werden aufgrund eben der aktuellen Krise, um die Teams, die rund um Sonic arbeiten, in Sicherheit zu behalten, dass eben nichts passiert. Und deswegen sind die Enthüllungen leider auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Es ist leider noch kein neues Datum genannt worden. Das ist jetzt nur ein Tweet gewesen von dem offiziellen Sonic the Hedgehog Twitter, wo eben drinnen steht, dass die Verschiebungen absolut nicht cool seien, aber in dem Fall hilft es leider nichts. Und sie lassen uns wissen, sobald es ein neues Datum für diese Enthüllungen gibt, die damals bei South by Southwest eben enthüllt werden hätten sollen. Also es hilft leider nichts. Wir müssen uns noch ein bisschen dazu gedulden. Aber ist natürlich verständlich, dass die Sicherheit der Teams rund um Sonic aller obersten Vorrang hat. Was davon nicht betroffen ist, ist übrigens der Livestream von Sega Japan am 20. Also für euch heute, hoffentlich, wenn alles mit dem Schneiden klappt. Also für uns ist heute gerade Sonntag. Aber der Livestream von Sega Japan, der ist halt voraufgenommen und da ist nicht mit neuen Enthüllungen zu rechnen, sondern da wird meistens nur ein bisschen neues Merchandise und ähnliches präsentiert. Genau, ja. Also da brauchen wir nicht auf eine Enthüllung hoffen. Und genau. Generell sieht es dieses Jahr, glaube ich, eher mau aus, was neue Enthüllungen, neue Spiele angeht. Es ist jetzt, was jetzt gerade Schlagzeilen macht heute, der Pokémon-Anime pausiert zum ersten Mal seit, glaube ich, jemals. Also weit über 1000 Folgen, jede Woche eine neue. Und jetzt pausiert selbst der Anime, weil einfach die aktuelle Situation nicht dafür sorgt, dass irgendwie der Anime weiter gemacht werden kann fürs Nächste. Also mal schauen, wann wir da wieder mit neuen Sachen rechnen können. Aber Infos haben wir trotzdem noch eine ganze Reihe. Genau, ja. Es geht noch fleißig weiter mit News. Und erstmal kommen wir noch zu was, ja, kleinem Heiteren. Für uns vor genau einer Woche war ja Ostern. Und natürlich hat sich das Team hinter Sonic das nicht nehmen lassen, da auch ein bisschen was zu posten. Einmal haben wir den amerikanischen Sonic the Hedgehog Twitter-Account. Und ja, der hat einfach ein paar Ostereier in speziellen Charakterdesigns gepostet, die man sich ausschneiden und ans Fenster kleben kann. Da gibt es einmal Sonics Schuh,
Dann gibt es Tails, wo man im Prinzip nur ein Stück vom Schweif sieht, in Eiform. Dann gibt es Eggman. Natürlich. Überraschung. Ganz wichtig. Der natürlich komplett zu sehen ist. Und ein süßes kleines Chao-Ei. Und ja, die kann man sich einfach, wenn man möchte, ausdrucken. Den Link findet ihr natürlich entsprechend in der Beschreibung von vom YouTube-Video oder natürlich im Spindash-Artikel, der hoffentlich dann auf allen Podcast-Plattformen auch dann verlinkt ist. Hier eine kleine Randinformation. Der News-Artikel wird veröffentlicht, nachdem die Podcast-Episode live ist. Und ich habe es ein paar Wochen dann einfach schon vergessen, den Link zum Artikel dann noch runterzuschmeißen. Das tut mir sehr leid. Mm. Ist aber bei den meisten Sachen dann relativ schnell aktualisiert, wenn es mir aufgefallen ist. Mm. So, und das zweite ist vom japanischen Sonic-Twitter-Account. Da gibt es nämlich ein neues Sega-Channel oder Sonic-Channel-Artwork, wo Knuckles sich auf Ostereiersuche begeben hat. Und natürlich ein kleines Ostereiernest findet, ja, am Gipfel eines Berges sozusagen. Mhm. Und da guckt aus dem einen Ei so ein kleiner Chao mit dem Auge raus, weil das ein bisschen aufgebrochen ist. Das ist mega niedlich. Yep. Und Knuckles sieht einfach unfassbar gut gezeichnet aus. Oh ja, das ist ein sehr cooles Artwork. Und weil es mir eben gerade auffällt, der Hintergrund sind auch die Mystic Ruins aus Sonic Adventure 1. Also. Und weißt du, was mir noch auffällt im Hintergrund? Ja. Guck dir mal oben links an. Oh nein, wie habe ich das übersehen bis jetzt? Mir ist es auch gerade erst aufgefallen, als ich es offen habe. Da fliegt halt einfach Big mit seinem Sonnenschirm. Ja. Yep. Okay, also noch eine Sonic Adventure-Anspielung. Wo wir gerade letzte Woche erst drüber gesprochen haben. Mhm. Über die ganzen Big-Cameos. Ja, yep, also, stimmt. Das ist sehr topical. Sehr, sehr schönes Bild. Den Link zum Tweet findet ihr natürlich auch entsprechend in der Beschreibung dann. Und eignet sich übrigens auch vom Format her wunderbar als Desktop-Wallpaper. Mhm. Also als Desktop-Hintergrund. Gut, damit sind die heiteren Sachen dann erstmal vorbei. Und jetzt geht es um ganz böse Jungs. Nice, super Überleitung. Genau, und zwar sind wir jetzt bei den Comic-News, bei den IDW-Comic-News angekommen. Und zwar auch, wenn jetzt der IDW-Comic ab Mai pausiert von Sonic the Hedgehog, wie schon früher berichtet. Also es kommen dann voraussichtlich mal die nächsten paar Monate keine neuen Ausgaben mehr, weil es einfach von der Produktionskette nicht mehr hinhaut durch die aktuelle Krise. Aber wir haben jetzt schon einen ziemlich coolen Ausblick auf die Zukunft der IDW-Reihe bekommen. Und zwar gibt es im Grunde zwei große Ankündigungen, könnte man sagen, die Comicbook.com eben per Interview, per Bericht einfach enthüllt hat. Und zwar als allererstes, es kommt eine neue Miniserie. Und zwar, yes, und zwar handelt die von einem meiner persönlichen Lieblings-IDW-Charaktere, nämlich von Dr. Starline. Und dieser ist in der aktuellen Hauptreihe eben von Dr. Eggman relativ unschön gefeuert worden aus seiner Position als Gehilfe. Und in der neuen Bad Guys-Reihe macht er sich eben auf, belagert eine alte, stillgelegte Basis von Dr. Eggman und versucht eben ein paar Bösewichte um sich zu scharen, um irgendwie einen leider noch unbekannten Plot auszuhacken, schätze ich mal. Und es sind schon zwei Cover davon von dieser Miniserie enthüllt worden. Es sind wieder vier Teile geplant und alle vier Teile werden auch von Ian Flynn geschrieben. Und auf einem dieser Cover sind eben neben Dr. Starline auch weitere Bösewichte schon zu erkennen, nämlich Rough and Tumble von der IDW-Serie, Mimic, der eben der Bösewicht von der Tangled Whisper-Miniserie war, die letztes Jahr rausgekommen ist. Und der Seti Devok von den Schrecklichen Sechs ist auch auf dem Cover zu erkennen. Also könnte es gut sein, dass auch dieser in dieser Miniserie eine gewisse Rolle hat und sich vielleicht Dr. Starline im weiteren Verlauf anschließen wird. Ich muss ja sagen, das Bad Guys Cover 1 sieht sehr, sehr cool aus. Oh ja, also wie gesagt, Dr. Starline ist für mich ein Favorit von der IDW-Reihe und ich persönlich bin sehr, sehr aufgeregt, dass er da eine Miniserie bekommt. Werde sie mir sicher auch holen. Und mal schauen, wann sie rauskommt. Wie gesagt, aktuell gibt es leider noch kein Release-Datum, einfach weil die Comics allgemein gerade passieren. Aber ich hoffe mal, sobald die ganze Krise ein bisschen vorbei ist oder sobald es einen Ausblick gibt, wann es weitergeht, dass wir dann relativ bald dann die Release-Daten dann nachgeschoben bekommen. Und da wir das, glaube ich, viel zu selten, wenn wir über Comics sprechen, erwähnen, ihr könnt die Sonic-Comics natürlich auch in Deutschland lesen. Yep. Ihr müsst natürlich Englisch dafür können. Und zwar in digitaler Form gibt es die in ganz vielen Stores, zum Beispiel auf Comixology. Es gibt eine App an der Switch, die nennt sich, jetzt habe ich den Namen vergessen, InkyPen. Ja, genau. Ich glaub, das ist so eine Abo-Plattform. Ich habe sie selbst noch nicht getestet, aber da sollen die Sonic-Comics auch drin sein, sodass ihr die dann an der Nintendo Switch einfach lesen könnt. Ihr könnt sie beispielsweise auch über Google Play oder den iBooks, ich glaube, der Store heißt iBooks von iOS, beziehen. Und ganz, ganz viele weitere digitale Plattformen. IDW selbst hat jetzt auch digital
was bereitgestellt, soweit ich das gelesen hatte. Und ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das digital zu lesen. Und natürlich gibt es auch ein paar Comic-Shops hier in Deutschland. Und ich bin immer Fan davon, die lokalen Stores so ein bisschen zu supporten, die euch das Ganze importieren. Beispiele dafür, wo ich das beziehe, ist Black Dog Comics aus Berlin. Die versenden das auch online und die haben zwar eine sehr gewöhnungsbedürftige Web-Oberfläche, aber wenn man den dann an die Support-E-Mail schreibt, sind die auch sehr, sehr nett und sehr hilfsbereit und führen euch dadurch ein Programm, legen auch Prozess und legen auch für euch gerne das Konto an und sowas, sodass das überhaupt kein Problem ist. Und ja, dann gibt es noch comicexpress.de. Das Ganze ist übrigens Hashtag not sponsored, wie üblich. Ja, wir wollen nur den tollen Sonic Comic an die Leute bringen. Und auf Comic Express habe ich auch schon mal so ein paar Ausgaben bestellt, die mir gefehlt hatten und die bei Black Dog Comics nicht mehr verfügbar waren. Und es war auch ein sehr einfacher Bestellprozess. Einfach per PayPal habe ich das dann überwiesen. Und dann kamen die Comics in sehr, sehr guter Verfassung auch bei mir dann an. Und da findet man auch ein paar ältere Sachen. Ich glaube, die haben sogar noch zwei Sonic X-Ausgaben da. Hm. Die habe ich mir damals auch geholt. Einmal die Weihnachtsausgabe sogar. Oh, okay, ja. Also, falls ihr Interesse an den Comics habt, ihr habt in Deutschland doch schon ein paar Möglichkeiten, die auch zu beziehen. Und die Paperbacks, sprich die Sammelausgaben, wo dann immer, ich glaube, 4 Stück im Schnitt drin sind, die könnt ihr auch bei Amazon kaufen. Genau, ja. Und somit habt ihr da einige Möglichkeiten. Solltet ihr sonst noch irgendwie Fragen haben, falls ihr irgendwelche Links braucht oder so zu den verschiedenen Stores, schreibt uns natürlich gerne in die Kommentare oder per Mail. godapodcast@gmail.com. Und ja, wie David schon sagt, wir helfen gerne. Yep. Und die Sonic Comics sind eine absolute Empfehlung. Sowohl die Archie-Reihe als auch die IDW-Reihe. Mhm. Und mit der IDW-Reihe geht es auch direkt weiter, weil wir sind noch nicht am Ende angelangt, was die Comic-News angeht. Sondern es gibt ab Ausgabe 33 einen kleinen Wechsel für die Schreiber der Ausgaben. Und zwar, Ian Flynn hat eben seit Start der ganzen IDW-Reihe im Grunde so jede Ausgabe geschrieben. Und dieser wird jetzt allerdings ab Ausgabe 33 abgelöst. Er schreibt natürlich weiterhin noch die Bad Guys Mini-Reihe. Aber ab Ausgabe 33 der Hauptreihe springt Evan Stanley für ihn ein. Und Evan Stanley ist normalerweise bekannt als Zeichnerin. Also sie hat für viele IDW-Ausgaben schon gezeichnet. Sie hat für Archie schon ein bisschen was gezeichnet. Und macht eben auch in der Hinsicht relativ viel für die Comics. Und jetzt allerdings schreibt sie ab Ausgabe 33 auch noch dazu. Und sie hat auch in früheren Tagen schon ein bisschen was für die Comics gemacht. Zum Beispiel für Archie hat sie den Sonic Universe Vierteiler Silver Age geschrieben. Der übrigens sehr, sehr cool war. Hm? Genau, ja. Der war sehr unterhaltsam. It's no use. Das muss dabei sein beim Silver Comic, ja. Ich muss mich da nur immer dran erinnern, weil das halt alle Charaktere gesagt haben, außer Silver. Und Silver dann irgendwann einfach nur noch genervt davon war, so, boah, warum sagen die Leute, das dauert? Wenn er es bloß wüsste, ja. Und ja, also Evan Stanley hat dann für IDW auch tatsächlich schon eine Story übernommen, nämlich im Annual 2019 hat sie die Story Victory Garden geschrieben und gezeichnet. Und wie gesagt, ich persönlich freue mich schon sehr drauf. Ich kenne Evan Stanley schon eine Weile, bevor es bei den Comics angefangen hat, eben von ihrer Ghost of the Future Comic-Reihe, von ihren Sonic-Fan-Comics, die sie schreibt und zeichnet. Und so gesehen haben mir diese auch immer schon sehr gefallen. Kann ich auch nur empfehlen, wenn jemand wirklich einen guten Fancomic zum Nebenbeilesen sucht. Und bin ich schon gespannt, was sie eben dann für die Hauptreihe so alles schreiben wird. Es ist dann auch per Statement auf Twitter von ihr, hat sie dann auch enthüllt. Also Ian Flynn ist weiterhin stark an den Comics beteiligt und er arbeitet stark mit ihr zusammen. Und sie werden sich auch für zukünftige Storylines immer wieder mal ein bisschen abwechseln. Also Ian Flynn ist jetzt weit davon entfernt, irgendwie von den Comics zurückzutreten. Er schreibt nach wie vor auch Bad Guys, wie gesagt, und er wird auch sicher die Hauptserie irgendwann mal weiterschreiben, aber aktuell bekommt er zumindest ein bisschen Verstärkung auf dem Schreiberpult. Und ganz, ganz böse, böse Zungen behaupten ja auf Twitter gerade oder spekulieren auf Twitter gerade, dass Ian Flynn vielleicht ja jetzt auch mal was für die Spiele macht. Wäre natürlich sehr, sehr super. Also Die Initiative Flynn for Sonic gab es ja vor ein paar Jahren. Mhm. Und keine Ahnung, vielleicht klappt es ja jetzt mal. Er hat ja auch für Forces ein bisschen was gemacht, was dann ja abgelehnt wurde, soweit wir wissen. Genau, er scheint also gerüchtemäßig involviert gewesen zu sein, aber man weiß jetzt nicht genau, in welchen Rahmen er da wirklich am Plot beteiligt war. Also er hat auf jeden Fall nicht groß was am Plot geschrieben, weil das waren immer noch Pontek und Graf, genau. Ja? Ich und Namen, das wird nie gut gehen. Ich meine, sie haben, glaube ich, die Übersetzung größtenteils gemacht. Der Plot ist doch wirklich in Japan geschrieben worden. Sonic Forces größtenteils. Okay, das war mir zum Beispiel unbekannt.
Wohl, ich glaube, das war sogar der Sonic 06 Writer, der da mehr oder weniger den Plot zu Forces auch einige Teile übernommen hat. Aber kann mich jetzt vielleicht täuschen, wenn ich jetzt einen Blödsinn erzähle. Und übrigens, um nochmal auf Evan Stanley zurückzukommen, ihr könnt ihr auch auf Twitter folgen und sie nimmt auch Commissions an und postet die dann. Und da sind ein paar sehr, sehr schöne Artworks bei rumgekommen. Oh ja. Und wir wollen uns ja bemühen, mal so ein paar Fans so ein bisschen auch so ein kleines Spotlight hier im Podcast zu geben. Und da würden wir dann direkt mal Evan Stanley ansprechen. Mhm. Sehr, sehr schöne Illustrationen, die sie da macht. Und ihr könnt ihr gerne auf Twitter mal folgen unter dem Handle @spiritsonic. Mhm. Sie ist eine großartige Zeichnerin und auch eine meiner absoluten Favoriten, was die IDW-Comics angeht. Und falls ihr mal eine coole Zeichnung braucht, könnt ihr auch bei ihr entsprechend was beantragen. Es kostet natürlich, also die meisten machen das nicht for free. Genau, ja. Sie hat mehr als genug Arbeit auch an den Comics selbst, also das muss die Zeit schon ein bisschen wert sein, ja. Und wo wir gerade von ihren hübschen Zeichnungen sprechen, haben wir noch eine kleine News. Genau, und zwar gibt es ein WonderCon 2020 exklusives IDW-Cover. WonderCon ist einfach so eine Convention in Amerika, die jetzt leider auch abgesagt worden ist, wo einfach so, ich schätze mal, also größtenteils auch Comics und einfach allgemein so Pop-Culture-Sachen im Rampenlicht stehen. Ich schätze mal, es wird so ähnlich wie die Comic-Con sein. Und WonderCon ist leider abgesagt worden. Es gibt aber ein IDW-Cover dazu, eben auch gezeichnet von Evan Stanley, wo eben Sonic und seine Freunde relativ euphorisch Richtung WonderCon starten und viel Merchandise im Gepäck haben. Zum Beispiel die Tails-Doll ist da natürlich wieder dabei. Und ein kleiner Egg-Robo aus Sonic und Knuckles. Und ist ein sehr hübsches Cover, gefällt mir sehr. Ist jetzt nicht mehr direkt Event-exklusiv, sondern man kann es tatsächlich auf der IDW-Seite kaufen. Für $10 steht da. Also wenn man da anklickt, kann man es für $10 kaufen und das wird dann geliefert. Halt. Da muss ich einlenken, weil auf diese $10 kommt nochmal ordentlich Versand drauf. Natürlich, und das wollte ich gerade erwähnen, ja. Die billigste Versandoption sind $35. Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Also der Versand ist extrem heftig für uns. In Amerika nicht so sehr, aber bei uns, wenn man das Cover wirklich haben will, dann muss man richtig ordentlich in die Tasche greifen. Und ich habe gerade, muss eine Sache von vorhin und direkt nochmal korrigieren. Ich habe nämlich parallel gerade, als du erzählt hast, bei Black Dog mal reingeguckt, also bei Black Dog Comics, ob die das Cover eventuell da haben, und die haben ihren Webstore komplett überarbeitet. Oha, okay. Das ist jetzt richtig, richtig hübsch gemacht. Ah, nett. Und die haben auch eine neue Webadresse. Vorher war es immer blackdog1.de, jetzt ist es blackdog.de. Mhm. Also haben sich wahrscheinlich jetzt mal die Domain gesichert. Und die alte Domain leitet aber auch noch dahin um, also sollte es kein Problem sein. Entsprechend kann ich Blackdog jetzt nur noch mehr empfehlen. Mhm, sehr cool, ja. Sorry, das musste ich dann gleich direkt nochmal reinschieben. Natürlich, kein Problem. Und weil ich es gerade eben nicht erwähnt habe, die WonderCon Exclusive Cover ist von Ausgabe 27. Ausgabe 27 ist auch schon bereits draußen. Die ist vor 2-3 Wochen rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, also wenn man sich das Cover holen möchte, bei uns natürlich ziemlich heftiger Preis, aber man kann es sich auf jeden Fall mal auf der Hauptseite anschauen. Es sieht sehr, sehr toll aus. Ja, also was ich besonders cool finde, es ist halt tatsächlich so im Stil, wie Menschen über die Conventions gehen, gehalten. Also die haben dann so ihre Lanyards umgehangen, dass sie halt irgendwie Aussteller sind oder Presse sind oder sonst was. Mhm. Und Tails fliegt halt angestrengt mit seiner richtig schweren Merchandise-Tasche durch die Gegend. Yep. Amy steht da und macht gerade ein Selfie. Cream hat ein Ciao in Space-T-Shirt an. Oh, mir fällt gerade auf, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber mir fällt gerade auf. Amy das Sonic Eyes? Ja, genau. Amy hat an ihrem Handy so einen Pin dranhängen und das ist einfach das Sonic Eyes mit den verdrehten Augen. Ja, das ist mir halt auch gerade aufgefallen. Das ist wunderbar. Also sehr viele tolle Anspielungen in dem Cover. Und ich überlege gerade, was Whisper da in der Hand hat. Also das ist ihr Regenschirm eben, den sie da benutzt. Das ist ihr Wispern, mit dem sie eben die Wisp-Kräfte verwenden kann. Und das ist im Grunde die Hover-Fähigkeit, mit der sie durch die Luft fliegen kann. Das sah nämlich so merkwürdig aus. Okay, genau, es schaut ein bisschen komisch aus, aber das müsste ihre Waffe sein, ja, mit der sie durch die Wisps eben die Fähigkeiten von den Wisps einsetzen kann. Gut, aber damit haben wir die Comic-News, glaube ich, soweit abgearbeitet, oder hast du noch was zu sagen? Nicht direkt, also wie gesagt, Bad Guys-Miniserie leider noch auf unbestimmte Zeit verschoben oder das Veröffentlichungsdatum ist leider noch unbekannt. Und wann Evan Stanley dann mit der Hauptreihe anfangen kann, es ist wie gesagt ab Ausgabe 33. Und gerade einen kleinen Vorgeschmack, auch dafür gibt es leider kein Release-Datum, weil die Comics eben aktuell ausgesetzt sind.
Aber da würde ich gerade noch den kleinen Vorgeschmack bringen, nämlich die Story soll witzigerweise davon heute handeln, wie der Roboter Omega, der durch die letzten Ereignisse rund um die Zombot-Krise ziemlich übel mitgenommen worden ist, von Sonic, Tails und Shadow und Rouge eben repariert wird. Und wenn Sonic und Tails eben noch Ersatzteilen suchen, müssen Shadow und Rouge diese Ersatzteile zusammen mit Cream gewinnen, und zwar in Form von Chao-Rennen. Und keine Ahnung warum, aber dieser Plot weckt extrem stark die Vorfreude, dass man einfach so zwei ernste Charaktere wie Shadow und Rouge hat, die jetzt im Grunde Chaos groß ziehen müssen und einen Chao anfeuern müssen beim Chao-Wettrennen. Das könnte relativ humorvoll werden. Also das ist dann... Du musst die Comics mal lesen. Solltest du, ja? Auf jeden Fall. Das ist dann, wie gesagt, die erste Story, die Evan Stanley da macht, Ausgabe 33. Wann sie anfangen kann, wie gesagt, steht leider noch ein bisschen in den Sternen. Ich glaube, ich werde mir tatsächlich einfach digital jetzt mal ein großes Paket kaufen von den Comics. Mhm. Weil ich lese sie zwar lieber Retail, aber dann mache ich sie halt auch irgendwie dreckig. Da habe ich keine Lust drauf. Ja. Denn jetzt habe ich leider sowieso ein bisschen sehr viel Geld übrig. Also nicht sehr viel Geld, aber ich habe Geld, was ich eigentlich für meinen Sommerurlaub gespart hatte, habe ich jetzt übrig. Mhm. Denn, ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind einige, also alle Events, alle Groß-Events bis zum 31. August abgesagt vorläufig. Mhm. Und das schließt auch das Wacken an, wo ich jedes Jahr hinfahre. Und die Gamescom. Ja, yep. Jetzt ist bestätigt. Jetzt ist es halt offiziell bestätigt, die Gamescom wird so wie bisher nicht stattfinden. Was aber auch gesagt wurde, ist, dass sie trotzdem die Gamescom abhalten. Es ist halt nur keine Messe, die für die Öffentlichkeit dann zugänglich ist, sondern es ist eine digitale Messe. Mhm. Die Gamescom Opening Night wird halt sowieso stattfinden, so wie auch im letzten Jahr, wo halt nochmal neue Spieleenthüllungen passieren und ähnliches. Und über den Rest der Planung, wie der Rest der Gamescom ins Digitale übertragen wird, dazu wird es noch Infos geben, in den kommenden Tagen, Wochen wahrscheinlich. Bisher ist es einfach nur offiziell gesagt, die Gamescom ist aufgrund der aktuellen Situation abgesagt und irgendwie, da fehlt mir schon was im Jahr, wenn ich nicht zur Gamescom fahren kann, weil das war immer Bestandteil meines einmonatigen Sommerurlaubs. Mhm. Fehlt was raus, ja. Aber naja, mal gucken, wie das dann digital wird. Also ich habe schon ganz viel auf Twitter gelesen, da wird jetzt spekuliert, ob vielleicht Spielestreaming tatsächlich da eine große Rolle spielen wird, weil über Spielestreaming ist das natürlich sehr einfach möglich, dass die Leute nicht die Spiele-Demos zugeschickt bekommen, sprich nicht direkt alles da auseinandernehmen können, sondern man kann halt per Spiele-Streaming einfach die Slots bekommen, in denen man spielen kann, und dann spielt man das halt über Streaming. Da braucht man nicht mal mehr groß Hardware-Power zu, das kann man sogar am Handy machen, wenn man möchte. Und das fände ich einen interessanten Ansatz, ob sie das gestemmt kriegen für die Anzahl an Gamescom-Besuchern. Mhm. Daran zweifle ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall für die Presse eine Option ist, dass auch die Presse dann die entsprechenden Demos anspielen kann, um Reviews zu schreiben und ähnliches. Ja, das ist im Grunde die Zukunft, könnte man sagen, ja. Man darf gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen dann enthüllt wird, wie das Ganze stattfinden wird. Und ja, mal schauen. Also ein bisschen traurig ist es natürlich schon, dass nach der E3 jetzt auch die Gamescom quasi dran glauben musste, sozusagen. Mhm. Aber naja. Wenigstens ist es nicht komplett weg. Also ich glaube, gegenüber der E3 wird die Gamescom dieses Jahr an Wichtigkeit auf jeden Fall deutlich zunehmen. Mhm. Weil die E3 halt komplett abgesagt wurde und die Gamescom nicht. Also genau, mal schauen. Aber für die E3, glaube ich, habe ich auch schon gehört, überlegen sie sich eben auch so eine digitale Veranstaltung. Aber wie gesagt, das wird jetzt aber fast ein bisschen spät. Dann glaube ich nicht, dass das im Juni stattfinden wird. Eben, ja, das denke ich mir. Das ist so kurzer Zeit natürlich extrem viel, was man da stemmen muss dafür. Planen muss vor allem auch, also das so kurzfristig wirklich auf die Beine gestellt werden kann, wird man sehen. Aber naja, schon ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht hinfahren kann, aber hey, das spart Geld, also yep. Mehr Spiele kaufen, juhu. Mehr Comics, ja. Genau, mehr Comics auch. Kannst du dir das WonderCon-Cover schnappen für 50 Euro wahrscheinlich ungefähr. Oder aber, ich schnappe mir das neue Album, was angekündigt wurde, von Tomoya Otani. Deine Überleitungen sind halt on point, Wahnsinn. Ja, das kam mir gerade irgendwie so. Ach Gott, ich krieg seinen Namen nicht auf die Reihe, ohne ihn zu lesen. Von Tomoya Otani wurde ein neues Album angekündigt. Das Ganze wird ein DJ-Style Sonic the Hedgehog-Album. Und Tomoya Otani, wer ihn nicht kennt, der ist Sound Director für ganz, ganz viele Sonic-Spiele. Mhm. Und dieses Album, was er jetzt rausgebracht hat, wird im Juni rauskommen. Und ja, also das scheint so ein bisschen auf dem Sonic
DJ-Project zu basieren. Das wurde halt von Tomoya Otani mal bei der Sega Fest oder Sega FES, ich weiß gerade nicht, wie man es richtig ausspricht, in 2018 und 2019 live performt. Mhm. Und ja, mal schauen, was man denn darauf hören darf. Ich kann mir da jetzt leider nicht so viel drunter vorstellen, den DJ-Style, weil ich das auch damals nicht gehört habe, nicht live verfolgt habe. Ein bisschen habe ich damals reingehört eben und ja, es waren einfach so gewisse klassische Sonic-Lieder einfach mit so ein bisschen DJ-Soundboard drüber gelegt. Es hat recht cool geklungen eigentlich. So, darf man gespannt sein, welche Lieder da auf diese Art remixed werden. Also was das Sonic Stadium auf jeden Fall auch noch berichtet ist, dass es verschiedene Tracks von verschiedenen Ages, Genres, also Ages ist wahrscheinlich Zeitaltern, Genres, dann instrumental, stimmlich und keine Ahnung, alles Mögliche im Prinzip, was jemals so in der Sonic the Hedgehog-Reihe eine Rolle gespielt hat. Und das Ganze soll dann eine Non-Stop-Club-Liste sozusagen werden. Also quasi, dass man das Album anfangen kann und es einfach bis zum Ende durchspielt und das soll dann so wie ein Track wirken. So stelle ich mir das vor, wie es da steht. Genau, ja, relativ gerade. Also, ja, mal gucken, das Ganze soll im Juni rauskommen. Hm? Spezifisches Datum gibt es nicht, aber das ist der 17. Juni. Hm? Und ich nehme mal ganz stark an, dass das dann auch auf Spotify und ähnlichen Streamingdiensten landen wird. Hoffentlich, ja. Ich würde gerne mal reinhören. Wir werden da natürlich dann auch im Juni drüber sprechen, weil wir brauchen im Juni-Themen, denn die E3 ist ausgefallen. Stimmt, ja. So, dann noch ja eine weitere News von mir. Bei mir staut sich das jetzt am Ende so ein bisschen. Leider, ja. Und hier vielen Dank an Sonic Windblow auf Twitter für den Hinweis. Es gibt nämlich einen neuen japanischen Trailer für Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Ach, die sind lahm, die sind viel zu lang. Das Mobile Game, was jetzt Anfang Mai am 8. war es der 8.? Ich glaube, der 8. oder der 7. Ach, wir haben ja letzte Woche noch drüber geredet. Ja. Wir müssen echt diesen Podcast mal besser vorbereiten. Ich meine, wir bereiten den tatsächlich sehr viel vor, aber dann alles direkt parat zu haben, ist dann doch schwierig. Eben, ja, weil es einfach gerade heute so eine extrem große Brandbreite. Aber du hast recht gehabt, das war der 7. Mai 2020. Ha, knapp daneben. Und dafür gibt es jetzt halt einen neuen japanischen Trailer, wo ein paar Disziplinen noch gezeigt wurden. Zum Beispiel Tokyo Skytree Jump. Übrigens, das ist unser offizielles Sonic Jump 3, wenn man es genau will, weil was ich in einem Gameplay gesehen habe, ist es einfach exakt dasselbe. Dann Quiz Challenge, Egg Pawn Rush, Number Lock, Claw Game und Souvenir Search. Und ja, das sind so ein paar Disziplinen, die da vorgestellt werden. Das findet ihr natürlich dann alles entsprechend im Trailer und könnt euch das anschauen. Und dann, ja, am 7. Mai geht's los. Mal wieder in die Olympischen Spiele. Mhm. Die ja übrigens 2020 nicht stattfinden. Sprich, wir hatten die Story ja schon. Mario und Sonic sind in einem Paralleluniversum. Ja. Große Überraschung. So, ich musste gerade kurz einen Schluck trinken. Ja, ich glaube, du musst schon ziemlich ausgelaugt sein von vielen Reden, ja. Kann ich mir vorstellen. So, und die nächste News ist wieder eine traurige. Ja. Also aktuell, semi-traurig, sagen wir, aber... Wird aktuell relativ viel gecancelt, ja. Und nicht wegen dem Coronavirus, sondern einfach, weil sich die Wege zwischen Sega und dem Entwickler getrennt haben, gibt es jetzt eine weitere Cancellation. Und zwar das Mobile-Spiel Sega Heroes, wo auch Sonic und seine Freunde relativ viel als spielbare Charaktere mit dabei waren. Dr. Eggman war ein relativ prominenter Bösewicht des Spiels. Ich glaube, es ist eh nicht so lange her, dass die Chaotix, also Espio, Vector und Charmy ins Spiel mit eingefügt worden sind. Und ja, also Sega Heroes wird jetzt leider eingestellt. Das ist eingestampft worden, eben weil Sega und Entwickler... Moment, wo haben wir den Namen? Irgendwas mit D war es? Genau, Demiurge. Demiurge, genau. Genau, Sega und Demiurge. Also Demiurge war eben der Entwickler von dem Spiel. Und Sega hat sich da für Sega Heroes mit 10 zusammengeschlossen. Und Demiurge will jetzt eben eigene Wege gehen. Sie haben jetzt dann im Grunde die Rechte über das gesamte Studio für sich gewonnen und wollen mit dem Studio einfach in eine gewisse andere Richtung gehen. Und dadurch ist Sega Heroes jetzt leider gecancelt worden. Also das Spiel ist nicht sofortig gecancelt. Aktuell sind die Server noch am Laufen und werden es auch bis 21. Mai weiterhin sein. Aber ab 21. Mai ist es dann so, dass die Server abgeschaltet werden und... Wie es auch bei Sonic Runners damals der Fall war, ist es auch bei Sega Heroes so, sobald die Server weg sind und weil man bei dem Spiel always online sein muss, kann man im Grunde nicht mehr weiterspielen. Auch wenn es jetzt kein Spiel mit wirklich großen Online-Anteil rein vom Gameplay her war, leider. Also ab
Im Prinzip, ihr könnt jetzt auch keine Ingame-Käufe mehr tätigen. Genau, das ist... Was ich persönlich sehr, sehr cool finde tatsächlich, weil das nimmt dem Spiel extrem viel Werbung weg. Mm. Also, oh, das kann ich mal denken, ja. Ist dadurch inzwischen sehr, sehr entschlankt. Das finde ich sehr, sehr schlank geworden, was so Werbung und fette Banner, hier, kauf mal das angeht, hat sehr abgenommen. Und falls ihr ab dem 17. März Geld für das Spiel ausgegeben haben solltet, könnt ihr das zurückfordern. Eine Beschreibung, wie ihr das machen müsst, steht in der offiziellen Pressemitteilung. Die ist dann in unserem Newsartikel auch verlinkt. Mhm. Und ja, das Problem ist natürlich, es gibt ja so Leute, die sehr, sehr stark auf Achievements ihre Spiele auch spielen. Mhm. Also sprich, dass sie alle Achievements haben wollen. Und dazu habt ihr jetzt entsprechend auch nicht mehr lange die Gelegenheit. Es gibt aber so als großes Abschlussevent gibt es jetzt so ein paar kleine Sachen, wo ihr unheimlich viele Charakterkarten freispielen könnt. Ihr spielt unheimlich viele Gems frei, sodass ihr euch auch ein paar Truhen holen könnt. Und da wird gerade dafür gesorgt, dass ihr so vielleicht die letzten Achievements noch grinden könnt. Mhm. Ihr solltet euch damit dann beeilen, weil Mitte Mai ist dann Schluss oder Ende Mai. Ab 21. Ja. Ja, das zähle ich schon mal zu Ende Mai. Mhm. Genau, ja. Und ja, was mir persönlich gerade in dem Spiel fehlt, ist einfach das Ingame-Geld, die Coins, weil um die Charaktere aufzuleveln, braucht man die natürlich auch und nicht zu knapp. Mhm. Ich habe jetzt zwar unheimlich viele Charakterkarten, aber mir fehlt es an Geld zum Upgraden. Mhm. Aber ich finde es das cool, dass sie das trotzdem nochmal so eingerichtet haben, dass so nochmal so ein großer Abschluss einfach. Genau, dass das Spiel einfach mit einem Krocher im Grunde untergeht, könnte man sagen. Genau. Dass die Fans einfach noch den letzten Monat, wo es jetzt noch online ist, dass die Fans einfach nochmal sich richtig austoben können mit dem Spiel. Und es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass Fans das Spiel später wieder ins Leben rufen werden. Das ist ja bei Sonic Runners auch passiert. Mhm. Und das Spiel hat ja sehr viele Fans. Und was das Spiel Sega Heroes so besonders macht, ist einfach, dass es ganz, ganz viele unterrepräsentierte Sega-Reihen wieder zu neuem Leben gebracht hat. Also es gibt ganz viele Shenmue-Charaktere da drin. Es gibt ganz viele Jet Set Radio-Charaktere da drin. Genau, Golden Axe habe ich auf Screenshots auch gesehen. Ne? Genau, Golden Axe, Super Monkey Ball, Yakuza. Wobei Yakuza ist ja jetzt nicht so unbekannt. Mhm. Altered Beast, wann hast du jemals mal wieder was von Altered Beast gehört? Ja, yep, ist eine Weile her, ja. Ich glaube, das war doch nicht mal in den Racing-Spielen, oder? Das war doch nur Golden Axe, was da noch ein bisschen abgekriegt hat. Also Altered Beast war, glaube ich, in den Sonic und Sega All-Star-Style nicht in irgendeiner Form dabei. Und Valkyria Chronicles auch und natürlich ganz viel Sonic. Mhm, genau. Also wir haben, ich glaube, 8 Sonic-Charaktere drin. Könnte hinkommen. Mehr als Sonic. 8, das Tails, mehr als Amy und Shadow auf jeden Fall. Dann die also Chaotic. Warte. Und Cream, genau. Cream ist auch noch dabei. Ich hab's gerade offen. Wir haben Sonic, wir haben Amy, wir haben Knuckles, Cream, Big, Shadow, Vector, Tails, Rouge, Charmy. Das sind schon mal 10. Mm, wow. Espio. Dann noch Silver. Und das müssten sie gewesen sein. 12 Stück. Okay. Und Dr. Eggman dann natürlich als Bösewicht. Und ein paar seiner Badniks. Also es gibt natürlich auch ein paar Badniks, wie du sagst, und Dr. Eggman teilweise als Gegner in den Stages. Mhm. Aber ja, ansonsten halt 12 Sonic-Charaktere. Mhm. Schon eine ziemlich gute Menge, ja. Ist schade drum, ja, dass jetzt ein weiteres Spiel, was einfach die ganzen vergessenen Sega-Franchises wieder ein bisschen unter einem Dach versammelt hat, dass das jetzt ebenfalls wieder eingestellt werden muss, nachdem die Sonic- und Sega-All-Stars-Reihe aktuell auch nicht wirklich mehr relevant zu sein scheint. Mhm. Übrigens nur der Vollständigkeit halber, was noch drin ist, Virtua Fighter, Choo-Choo Rocket, House of the Dead, auch lange her, das war auch im Racing, in den Racing-Spielen das letzte Mal, dass man da was von gesehen hat, glaube ich. Yep. Crazy Taxi, Phantasy Star und Streets of Rage, wo ja bald ein neuer Teil rauskommt. Ja, genau, stimmt. Ende April. Und zu guter Letzt noch Shinobi. Das sind halt alles ganz, ganz viele Sega-Reihen, die in Vergessenheit geraten wurden, die in diesem Spiel aber wieder so ein bisschen Leben eingehaucht bekommen haben, was eigentlich echt schön ist. Mhm. Schade drum, dass das vorbeigeht. Aber ich persönlich muss immer noch sagen, so toll fand ich das Spiel halt nicht, weil das sehr, sehr grindlastig ist. Habe ich gehört eben, ja, dass du einfach extrem dazu gedrängt worden bist, einfach Ingame-Käufe zu machen. Ja. Wie in diesen Handyspielen. Bei mir läuft das halt irgendwie so, ich weiß nicht mal mehr genau, warum ich es überhaupt noch gespielt habe, weil am Ende habe ich nur so meine täglichen Quests da gemacht. Und die liefen alle automatisch ab. Mhm. Also
es ist halt wirklich nur noch reiner Automatismus gewesen. Und irgendwie, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wieso ich das denn überhaupt noch groß gezockt habe. Weil der Sega-Charme einfach so groß war für dich. Ja, das stimmt. Und ich mag den Artstyle der Charaktere auch sehr, das muss ich dazu sagen. Shadrick Cartoon, ja, jawohl. Also mir gefällt es auch nicht ungut. So, also möchtet ihr noch Achievements grinden, dann jetzt ist die beste Gelegenheit. Und ansonsten können wir nur sagen, auf Wiedersehen, Sega Heroes, und widmen uns den nächsten News, die auch, ja, mobile sind. Nämlich, aktuell läuft ja die große Sonic Movie Event-Reihe, die zweite in Sonic Forces Mobile, beziehungsweise Sonic Forces Speed Battle. Und ja, diese Woche könnt ihr noch Baby Sonic freischalten. Ab nächster Woche Dienstag, sprich ab dem, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Kalender gucken, sprich ab dem 28. Bekommt ihr dann Langklaue für 2 Wochen. Und zusätzlich, dadurch, dass man halt gerade sehr viel Zeit auch drin verbringt, wurde jetzt noch so ein kleines Extra-Event eingeschoben. Das nennt sich Key to Victory, wo ihr vom 22. bis zum 28. April einfach Truhen, die Gratis-Truhen und die ihr in den Kämpfen bekommt, schneller öffnen könnt. Sprich, zum Beispiel eine Goldtruhe braucht, glaube ich, 8 Stunden, bis ihr sie öffnen könnt, wenn ihr keine roten Sternringe bezahlen wollt. Und das geht dann jetzt schneller, sobald das Event am 22. gestartet ist. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein Grund, da mal wieder ein bisschen aktiver reinzuschauen. Und sowieso ist Baby Sonic natürlich der Grund schlechthin. Natürlich, ja. Baby Sonic ist tatsächlich, habe ich mitbekommen, auch ein sehr populärer Charakter im Spiel geworden. Weil er halt so klein ist, dass man unter Hindernisse nicht mehr hindurchsliden muss, sondern er läuft halt einfach drunter durch. Und das ist bisher der einzige Charakter, der irgendwie was in der Richtung kann. So ein bisschen ein Easy-Mode, könnte man sagen, ja, in gewissem Sinn. Nein, ich würde es nicht Easy-Mode nennen. Schon allein, weil das Durchsliden, das ist halt einfach so drin, wenn man die anderen Charaktere gespielt hat. Aber das gibt dem Charakter halt so einen eigenen Touch. Und es ist cool, dass sie sowas auch mal gemacht haben. Yep, mal gucken, ob sowas vielleicht mal noch extra kommt. Vielleicht schwebt Langklaue ja so hoch, dass man nicht mehr über Hindernisse springen muss. Also so abwegig finde ich das nicht mal. Genau, ja. So ein bisschen Fluggameplay mit in den Mix reinwerfen. Bisher können wir uns halt noch absolut gar nicht vorstellen, wie sich Langklaue dann spielen wird. Also ich bin da sehr gespannt. Ja. Ich glaube nämlich nicht, dass da eine relativ realistisch aussehende Eule dann durch die Gegend läuft. Ja, ich schätze schon, dass sie eher fliegen wird, ja, hoffentlich. Alles andere wird vielleicht ein bisschen unfreiwillig komisch aussehen. So, und Sonic Forces Mobile ist natürlich gratis erhältlich auf Google Play und auf iOS und ich glaube auch auf Amazon und im Galaxy Store und allen möglichen anderen Android App Stores. Bin mir gerade nicht sicher, wo überall, aber auf jeden Fall ist es auf iOS und Android verfügbar. So, jetzt kommen wir zur letzten News des Tages. Ja, meine Stimme versagt man. Da geht es um Sega Ages, die Re-Release-Reihe auf der Nintendo Switch, wo übrigens, danke an dieser Stelle, falls ihr zuhört, an Timo bzw. Fasti, der hat nämlich zu Sega Ages Sonic the Hedgehog 2 ein kurzes Review verfasst, was diese Woche auf der Seite landen wird, wenn ich das alles hinkriege, in unserer, ja, extra mit Sega Ages eingeführten Rubrik Schnelldurchlauf. Hatten wir damals Sonic 1 schon reviewed und jetzt kommt halt Sonic 2 auf den Nintendo Switch und wir nehmen diese Rubrik halt jetzt immer her, wenn irgendwie Re-Releases kommen von alten Spielen, wovon es ja doch so einige gibt. Und ja, sollten die Sonic Sega Ages Titel und die Puyo Puyo Sega Ages Titel erfolgreich sein, wird nicht ausgeschlossen, dass auch andere Spiele der Reihe so über Sega Ages ein bisschen Spotlight bekommen. Diese Info kommt aus einem Interview mit Yusuke Okunari, der bei Sega arbeitet. Und er hat auf Gamewatch, das ist eine japanische Spiele-News-Seite, ein Interview geführt und da eben gesagt, ja, wenn diese Kollektion von Sega Ages-Titeln ja erfolgreich ist, dann würden sie überlegen, ob man vielleicht auch mehr von diesen Spieleserien und damit bezieht er sich auf Puyo Puyo und Sonic, rausbringen könnte. Und der letzte Satz davon, den er dann sagt, ist besonders interessant. Das ist nämlich, the arcade game Sega Sonic the Hedgehog has never been ported before. Also, ja, das Arcade-Spiel Sega Sonic the Hedgehog hat noch überhaupt keinen Port bekommen. Yep. Ich glaube, es gibt einen Fan-Release. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wüsste ich jetzt gar nicht. So, wenn, dann wäre ich noch nicht drüber gestolpert. Müsste ich auch mal genauer nachgucken. Ich meine nur, da irgendwie mal was gelesen zu haben, aber da kann ich auch was verwechseln. Ich würfel da viel zu oft Dinge durcheinander.
Ja, aber das ist natürlich eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Also wenn ihr die Spiele mal im Sale seht und sowieso Lust habt, mal wieder Sonic 1 oder 2 zu sehen, zu spielen oder auch mal in Puyo Puyo reinzuschauen, was ja im Westen nie so wirklich ankam, aber jetzt durch Sega Ages eben Teil 1 und 2 verfügbar sind, schaut euch die gerne mal auf der Nintendo Switch an, weil die Möglichkeit ist da, wenn die erfolgreich werden, dass wir eben auch andere Puyo Puyo und Sonic-Spiele sehen werden und auch Sonic-Spiele, die man vielleicht vorher noch so gar nicht gesehen oder erwartet hat. Es muss sich ja auch nicht auf den Mega Drive beschränken. Also am Anfang wurde, glaube ich, auch mal gesagt, hey, Dreamcast wäre vielleicht auch irgendwann in ferner Zukunft mal eine Möglichkeit. Puh, das wäre natürlich super, ja. Und ganz ehrlich, Sonic Shuffle, count me in. Ich hätte gern einen Sonic Shuffle Re-Release, weil... Mit Online-Modus, Pflicht. Und dann spielen wir eine Runde. Können wir gerne. Aber nicht mal Mario Party hat einen vernünftigen Online-Modus. Also, ja, aber da kann Sonic hergehen und es besser machen. Hat ja mit Team Sonic Racing schon gut funktioniert. Oh Gott. Okay, nee, stimmt. Das sollte jetzt kein Bashing werden, tut mir leid. Es ist die Wahrheit, also. Legit. Nee, aber Sonic Shuffle ist tatsächlich ein Spiel, habe ich noch nie gespielt, würde ich aber unheimlich gerne mal. Ja, yeah, so eine Runde war echt mal interessant. Ich habe es leider auch noch nie gespielt. Also ich könnte es mir auf der Dreamcast holen. Ich glaube, das gab es eine Weile lang sogar mal recht günstig gebraucht zu holen. Ich kann ja direkt mal gucken. Okay, es ist derzeit nicht verfügbar. Mhm. Dann schauen wir mal auf einer diversen Plattform, wo man Gebote abgeben kann für bestimmte Produkte, ob die vielleicht was haben. Oh Gott, nein, das ist teuer. Oh je. Die PAL-Version, sprich die Version für Europa und Australien, ist gelistet für 110 Euro sofort kaufen. Das Spiel hat einen Seltenheitswert. Ja. Oh, da sehe ich sogar 599,90 Euro. Aber das ist auch neu, also das ist noch versiegelt sogar. Wow. Gebraucht halt die NTSC-Version, das ist dann die Version für den amerikanischen Raum. Gibt es ein bisschen günstiger. Aber ich weiß nicht, ob die Dreamcast region-locked war oder nicht. Ich glaube aber nicht. Boah, keine Ahnung. Gut, aber ja, das ist nur so eine kleine Wunschvorstellung, dass Sonic Shuffle kommt. Aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht, dass auch mal ein paar vergessene Sonic-Spiele eventuell neues Licht bekommen. Aber bitte erst noch Sonic 3 und Knuckles, Fangs. Höchste Zeit mal. Oh, ich sehe gerade was von Sega. Ach nee, das haben die nur retweetet von 2017. Alles gut. Ich dachte gerade, wir könnten wieder Live-News machen, aber lassen wir das mal. Leid. Eine letzte News habe ich aber noch, bevor wir das abschließen. Nämlich, der Super Mario Bros. Movie kommt ab 1. Mai auf Netflix. Ihr habt gerade vorher drüber geredet. Und ja, wir sind eine Sonic News, ein Sonic News Podcast oder ein Sonic Podcast generell. Aber das darf nicht unerwähnt bleiben, weil wenn es um Videospielverfilmung geht, dann seht ihr Sonic, der zeigt, hey, so wird's gemacht. Und dann seht ihr Mario, wo ihr seht, so wird es auf gar keinen Fall gemacht. Ja, ich meine, der Film ist relativ alt inzwischen, aber trotzdem, das war damals schon eine sehr, sehr lose Adaption, könnte man sagen. Ja, heute hat er natürlich großes Kultpotenzial. Ja, also er hat Kultstatus, einfach weil er so gewissermaßen so, ja, wenn man es schlecht grauenhaft ist. Drücken wir es so aus, das ist ein bisschen in Watte verpackt, ein bisschen sehr, sehr tief in Watte verpackt, aber... Schlecht und grauenvoll. Kann man so stehen lassen. Ja, wahrscheinlich. Aber ist vielleicht doch mal ein Trash-Viewing wert. Ja, und wenn er eh schon auf Netflix ist, wieso denn genau. Nicht? Kostet ja nichts, ja. Ich konnte ihn mir tatsächlich noch nie komplett geben. Ich habe ihn immer mal angefangen und dann dachte ich mir so, nein. Aus. Kann ich verstehen, ja. Gut, damit haben wir es aber für heute. Yep, vergesst nicht, wir freuen uns weiterhin über jeden Support, über jeden Kommentar, über Feedback, was ihr natürlich jetzt auch gerne per Mail abgeben könnt unter godapodcast@gmail.com. Sollte auch im Prinzip auf allen Plattformen in der Podcast-Beschreibung zu finden sein, die E-Mail-Adresse, sodass ihr da dann einfach nur draufklicken braucht. Ja, gerne kommentieren auf YouTube, gerne kommentieren auf Instagram und folgen natürlich unter godapodcast. Auf YouTube wäre das rookie185. Auf Twitter unter dem Hashtag godapodcast oder dem Twitter-Handle von uns @spindash_.de. Schaut gerne mal bei unserer Website vorbei für aktuelle News, hauptsächlich natürlich für den deutschen Raum. Wir covern im Podcast doch ein bisschen mehr internationale Sachen und auch kleinere Sachen. Was haben wir noch? So viele Plattformen, wo ihr uns folgen könnt. Eine vollständige Liste findet ihr im Newsartikel und natürlich in der YouTube-Beschreibung. Und ja, in diesem Sinne, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Ja, auf jeden Fall. Bleibt stark. Und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder.
und wünschen euch dann ja eine schöne Woche und wir hoffen, dass es euch soweit allen gut geht. Und wenn es euch nicht gut geht, dann hoffen wir, dass wir euch mit dem Podcast vielleicht ein paar angenehme Stunden machen können und ja, euch es nach dem Podcast besser geht. Hoffentlich, ja. Also, macht es gut und teilt den Podcast natürlich gerne mit euren Freunden, sodass die dann auch in der nächsten Woche mit dabei sind, wenn es wieder heißt Got a Podcast. Sehr schön. So, cringiges Outro. Abgelegt. Abgehakt. Auf Wiedersehen. Tschüss, schöne Woche.